Steffen, und du zeigst uns also jetzt die Virtuosauskünfte direkt im Microsoft Dynamics NAV-System, was die Integration, wie die aussehen kann? Genau. Hier als Beispiel habe ich jetzt die Debitorenübersicht und ich hätte gern von der Baumarkt AG eine Wirtschaftsauskunft. Okay. Hier kann ich jetzt dann direkt über den Button Suche Debitor auf die Suchmaske der Kreditreform springen. Mhm. Also sprich, ich muss nicht mehr auf die Weboberfläche oder in eine andere Software rein. An der Stelle kann ich jetzt schon mit der Online-Suche die Kreditreform-Datenbank beauskunften, bekomme den Suchergebnistreffer zurück. Und hier sage ich dann einfach nur noch Auskunft abrufen. Und jetzt bin ich also quasi auf extern auf der Datenbank der Kreditreform. Ganz genau. Und da ziehe ich mir gerade die Daten runter in mein NAV-System. Genau, in Real-Time. Wow. Hier habe ich jetzt die verschiedenen Produkte der Kreditreform. Mhm. Von der Baumarkt AG hätte ich gerne Wirtschaftsauskunft. Okay. Sage ich hier nochmal okay. Und jetzt greife ich die Daten ab. Jetzt greife ich die Daten ab, bekomme hier alle Informationen zur Bonität dargestellt. Anscheinend, wenn ich mir das anschaue, wird es ja die Ampelfunktion sein. Dieser schöne grüne Punkt heißt im Endeffekt Bonität. Ist hervorragend. Ah, okay. Und mit dem können wir durchaus Geschäfte machen. Und habe jetzt die Informationen abgefragt, habe dann weiterhin vorrätig, das werden die meisten Anwender kennen, das PDF mit dem Bonitätsindex der Kreditreform. Okay. Alles direkt im System, muss nicht mehr auf File-Laufwerken abgelegt werden oder gar ausgedruckt werden zur Kundenakte. Okay. Alles direkt in Microsoft Dynamics NAV geführt. Mhm. Jetzt springe ich gerade nochmal zurück, aktualisiere die Maske und schon habe ich auch die Information direkt am Debitor in der Debitorenstatistik vorhanden. Ah, okay. Das ist ja super. Und gibt es auch so etwas wie ein Monitoring oder einen Nachtragsservice für die Kreditreforminformationen? Und wie können die aussehen? Das gibt es. Da gehe ich gerade einfach mal in die Mailbox-Abfrage rein. Ja. Hier haben wir die. Was bedeutet das? Wenn sich bei einer Firma etwas ändert, die ich im Monitoring eben habe, bekomme ich diese direkt ins System geliefert. Die Auskunft wird dann automatisch aktualisiert und historisiert. Sprich, ich habe nie wieder alte Daten? Nein. Wow. Oder wenn sich eine Adresse ändert, bekomme ich dann entsprechend eine Nachricht von der Kreditreform in die Mailbox. Und was auch noch sehr beliebt ist bei unseren Kunden, die Informationen können per E-Mail versandt werden, eben zum Kundenbetreuer oder zum Vertrieb oder eben in die Debitorenbuchhaltung, je nachdem, wie die Firma arbeitet, sodass ich immer nah am Kunden dran bin. Wow, das ist ja super. Steffen, du hast uns ja jetzt gezeigt, wie ein Monitoring bzw. ein Nachtragsservice für Kreditreforminformationen aussehen kann. Wie sieht es denn aus, wenn ich einen Neukunden anlegen möchte oder Informationen zu einem Neukunden? Das geht auch mit der Lösung auch besonders schnell. Mhm. Ich gehe einfach mal auf die Online-Suchmaske, gebe hier den Firmennamen ein, betätige wiederum die Online-Suche, bekomme die Suchergebnistreffer und ich würde gerne ein Geschäft mit dem Michael Hans Meyer machen. Sage hier dann einfach nur noch Auskunft Abruf. Ja. Bekomme die Produkte wiederum dargestellt. Sage jetzt okay. Okay. Und jetzt greift man quasi die Daten direkt von der Wirtschaftskreditreform ab. Die sind jetzt von der Kreditreform gekommen. Habe jetzt hier auch. Da sieht die Bonität nicht ganz so gut aus. Nee, ist nicht ganz so gut. Ja. Bei dem ist vielleicht Vorkasse angesagt. Aber ich habe hier komplett die Kundendaten, also saubere Stammdaten. Und diese kann ich dann verwenden, um einfach neu anzulegen einen Debitoren. Kann den gleich Debitorenvorlagen zuordnen. Keine Medienbrüche mehr. Nichts mehr Copy und Pasten. Alles automatisch? Genau. Und hier sagt auch schon das System, der Debitor wurde erstellt. Ja. Und den kann ich jetzt direkt bearbeiten. Ist schon alles vorgefüllt mit den sauberen Stammdaten und hier haben wir auch eben die Informationen zur Bonität direkt. Perfekt, super. Da sage ich mal vielen Dank dafür. Bitte schön. Tschüss.